Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video soll es wieder um 5 coole Apps für den Alltag gehen. Da habe ich mir mal 3 Spiele und 2 andere produktive Apps rausgesucht. Welche das sind, das seht ihr nach dem Intro. Also, viel Spaß! Kommen wir auch schon gleich zur ersten App und das Ganze ist ein Spiel. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um Sonic Dash 2. Ist ein sehr bekannter Jump'n'Run-Klassiker meiner Meinung nach und macht wirklich richtig Spaß zu spielen. Das Spielprinzip dahinter ist aber recht einfach gestaltet. Man hat hier zum einen die unterschiedlichen Charaktere wie Sonic, Knuckles und so weiter, die auch unterschiedliche Fähigkeiten mit sich bringen, was im Spielverlauf dann auch manchmal ganz sinnvoll ist. Man muss dann hier während des Spiels Hindernissen ausweichen und natürlich auch Münzen einsammeln, mit denen man dann später dann auch noch seine Charaktere verbessern kann. Während des Spiels hat man auch die Möglichkeit, zwischen den Charakteren hier zu switchen, damit man so ein paar andere Fähigkeiten noch von denen benutzen kann. Während des Spiels bekommt man dann immer verschiedene Herausforderungen, die man dann abschließen kann und dadurch noch weitere Münzen bekommt. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön und abwechslungsreich gestaltet, auch in Bezug auf die Grafik, und das Wichtigste, es macht wirklich sehr viel Spaß zu spielen. Die nächste App, die ich euch gerne vorstellen möchte, ist eine App, mit der man die Möglichkeit hat, Radio zu hören. Bei einigen Smartphones ist es ja schon integriert, dass man zum Beispiel über die Kopfhörer Radio empfangen kann. Beim iPhone geht das ja leider nicht. Und dazu bietet sich natürlich dann diese App an. Hier hat man die Möglichkeit, zum einen das Land auszuwählen. Es ist nicht nur Deutschland, auch andere Länder sehr weit verbreitet und auch natürlich das Bundesland zum Beispiel oder Regionen. Und dann kann man einfach den beliebigen Radiosender, den man ja gerne hören möchte, auswählen. Zwar dann gibt es die Möglichkeit, neben den normalen Hören des Senders auch diesen aufzunehmen, was ganz praktisch ist, und das Ganze dann abzuspeichern. Oder man kann auch sehen, welche zugehörigen Sender es noch gibt oder die dazu passen. Und es weiter noch einige News, was zum Beispiel der Sender auf Twitter gepostet hat und so weiter. Es gibt also einige Möglichkeiten, was man hiermit machen kann. Zwar dann gibt es auch nicht nur Radiosendungen, sondern auch Podcasts, was auf jeden Fall ganz interessant ist. Ich denke, das Ganze ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante App mit sehr vielen Möglichkeiten, und auch vom Design her gefällt mir es auf jeden Fall gut, und auch von der Tonqualität und der Verbindung hat es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Abbrüche oder so hatte ich jetzt während meines Benutzens eigentlich gar keine. Das nächste Spiel, was ich euch gerne zeigen möchte, das habe ich in letzter Zeit wirklich richtig gesuchtet. Es nennt sich Boss und ist vom Spielprinzip eigentlich recht simpel gehalten. Am Anfang hat man hier ein paar Kästchen mit Zahlen drauf und einen Ball. Ziel des Spiels ist es, mit diesem Ball diese Kästchen auf 0 zu bringen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine 5 da steht, muss dieser Ball das Kästchen 5 mal berühren, um sozusagen es aufzulösen. Verloren hat man, wenn jetzt die ganzen Kästchen immer weiter runtergehen, bis sie halt unten den Rand erreichen. Das muss man natürlich verhindern, und zwar gibt es dazu auch einige Möglichkeiten, denn man hat jetzt hier zum Beispiel auch mehrere Bälle, die man einsammeln kann. Die ganzen weißen Punkte, wenn man die halt einsammelt, dann gibt es extra Bälle. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, so vom Spielprinzip her. Ist sehr, sehr einfach gehalten, es fesselt dennoch wirklich ein und man möchte irgendwie immer seinen Rekord knacken und so weiter. Mein Rekord liegt derzeit bei 80 Punkten. Ihr könnt mal, wenn ihr das Spiel auch spielt, unten in die Kommentare schreiben, was so euer Rekord ist. Und ich finde es auf jeden Fall echt interessant gestaltet. Es wird irgendwie auch gar nicht wirklich langweilig, denn wenn man es einfach nebenbei mit und spielt, macht es auf jeden Fall wirklich sehr viel Spaß. Die nächste App nennt sich Rain Today und das, was man damit machen kann, ist eigentlich recht simpel. Denn hier erkennt man zum Beispiel, wann es in nächster Zeit regnet oder ob es derzeit regnet oder wie lange es noch regnet. Was auf jeden Fall ganz interessant ist, wenn man jetzt mal irgendwie was draußen plant, um zu sehen, ob es jetzt in nächster Zeit regnet oder wann der Regen halt aufhört. Zwar dann sieht man auch in einer Kurve, wie so der Regenverlauf ist, ob er leicht, mittel oder stark ist. Und des Weiteren kann man auch über einen Radar sehen, wie sich das Ganze halt so in nächster Zeit entwickelt. Des Weiteren kann man natürlich auch sehen, von welcher Richtung sozusagen der Regen kommt oder der Wind kommt. Und ich finde es auf jeden Fall ganz interessant, da man so das halt einfach deutlich besser planen kann. Natürlich, es gibt auch ganz normale Wetter-Apps, die halt einiges anzeigen, aber halt auch nicht immer so explizit. Und das Ganze geht natürlich auch über den Standort, den aktuellen, aber so hat man halt ein paar mehr Möglichkeiten, was einem hier diesbezüglich angezeigt wird. Und ich finde auch vom Design her sieht es auf jeden Fall sehr schön aus. Des Weiteren gibt es auch ein Widget, was man halt einfach in der Mitteilungszentrale hinzufügen kann. Und so muss man halt keine weitere App mehr öffnen und kann einfach über einen Swipe in die Mitteilungszentrale das aktuelle Wetter oder die aktuelle Situation bezüglich Regen sehen. Die letzte App, die ich gerne euch zeigen möchte, nennt sich Hardway, und das Ganze ist auch nochmal ein Spiel. Ziel des Spiels ist es, dass man eine Straße über verschiedene Inseln bauen muss, damit man jetzt von Insel zu Insel mit dem Auto fahren kann. Wenn man links drückt, dann dreht sich die Straße links rum, wenn man rechts drückt, dreht sich die Straße rechts rum. Am Anfang ist das noch relativ einfach, aber je weiter man kommt, desto
schwierige wird es natürlich. Da muss man dann irgendwie Hindernissen ausweichen, gucken, ob man jetzt am besten links rumdreht oder rechts rumdreht, da das Ganze natürlich immer schneller und schneller geht. Und das ist auch recht abwechslungsreich gehalten, das Spiel, denn man hat hier auch unterschiedliche Locations. Zum Beispiel ist man irgendwann im Wasser oder man ist irgendwo in so einem Eisgebiet. Ist auf jeden Fall recht interessant und es wird natürlich immer schwieriger, irgendwann das Ganze so schnell zu machen, damit das Auto dann weiterfahren kann. Dennoch macht es auf jeden Fall wirklich echt Spaß zu spielen und für den Alltag oder so, wenn man mal zwischendurch irgendwas spielen möchte, ist es auf jeden Fall gut geeignet. Auch die Grafik und das Ganze, wie es aufgemacht ist, das Spiel, sieht auf jeden Fall auch sehr schön aus. Ansonsten war es auch schon wieder von diesem Top 5 Apps Video. Schreibt doch gerne mal eure Empfehlungen oder Anregungen zu Apps unten in die Kommentare. Würde mir auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten könnt ihr gerne dem Video natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Oder mich unten abonnieren. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann. Macht es gut. Tschüss.